Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge bauen wir uns eine Drum Machine mit den E-Drums von Bitwig. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich benutze eigentlich ganz gerne Drum Machine, weil ich hier mit meinem Push-Controller das wunderherrlich auf einer Spur eintippern kann. Und das Ganze hat noch den leichten Vorteil oder mehrere Vorteile. Ich sehe alles auf einer Spur und kann mit der Maus dann nochmal hin und her schieben und einfach Variationen hinzufügen. Und ich habe alle Drums quasi in einer Drum Machine drin. So. Und im Prinzip ist das eine ganz einfache Sache. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal hin und lade mir eine Drum Machine rein. Da ist es schon. Und in diese Drum Machine lade ich dann, ich tippe hier einen E, erstmal eine Kick rein. So, und als zweites eine Snare. Und als drittes hier einen Hi-Hat. Und dann packe ich mir hierhin eine Clap. Und hierhin packe ich mir natürlich eine Cowbell, ist ja ganz klar. Und dann packe ich mir hierhin noch eine Tom. So, das ist ein bisschen komisch angeordnet. Warum das so ist, das seht ihr gleich. Aber legen wir doch mal los. Nee, so, und zwar, ich habe hier die Kick und die Kick klingt so. So, standardmäßig ist mir das einfach zu viel. Deshalb mache ich die standardmäßig einfach ein bisschen runter. So, damit habe ich die schon mal am Start. Dann habe ich hier eine Snare. Die finde ich so vom Standard her jetzt nicht so mein Ding. Deshalb drehe ich hier die Filter mal ein bisschen auf und den Noise ein bisschen hoch. Gefällt mir schon besser. Da könnte man jetzt natürlich noch Width, okay, Decay, das ist ein bisschen. Ja, nee, lassen wir die einfach so. So, und jetzt haben wir das, ups, nicht auf Solo, jetzt haben wir das Hi-Hat. So gefällt mir das ganz gut und jetzt kann ich das Hi-Hat hier nehmen, Steuerung-Taste gedrückt halten, hier rüberziehen, da habe ich eine Kopie von gemacht, von den Einstellungen gerade eben. Und mache jetzt einfach Decay. Und habe jetzt so im Prinzip ein offenes Head. So, und bei dem offenen Head, das kann ich ja vielleicht gleich nochmal ich das hier eingeben. Head open, genau. Und das Ding nenne ich jetzt einfach mal Head closed. Dann das schon mal hier. Ich habe irgendwo wieder auf Solo gedrückt. So, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt schiebe ich die Head noch mal eins hoch. Steuerung gedrückt halten für eine Kopie. Weil ich hier jetzt an der Stelle quasi so einen Jazzbesen machen möchte. Und wie nennen wir das gute Stück dann? Nicht Head Close, sondern wir nennen es jetzt einfach, das ist zwar nicht ganz richtig, aber einfach Jazz Head. Und das schieben wir hier jetzt nochmal rüber mit Steuerung, oder kopieren wir nochmal rüber mit Steuerung und Maus. Ups. Und
Machen das jetzt mal so standardmäßig. Das kann man ja dann immer noch. Das ist Chess Head. Das, wie nennen wir das jetzt? Nennen wir es einfach mal Besen. Eigentlich müsste es Brush heißen, aber das ist mir jetzt egal. Die Clap ist erstmal so in Ordnung als Standard. Die Cowbell auch. Und beim Tom würde ich fast sagen, dass wir den haben wir hier auf C. Da machen wir jetzt eine Kopie davon, Steuerung und fallen lassen. Und hier unten sieht man dann immer den Wert beim Tune. D, dann machen wir noch eine Kopie hier. Und die nennen wir dann und noch mal eine Kopie. Was hat man hier? Sehe ich das jetzt nicht, weil ich nicht auf dem was hier so F. Habe ich jetzt da D auf, von D auf F? Nee, eigentlich wollte ich hier einen E haben. Da muss ich aber auch ein E einstellen. So, und dann mache ich hier ein F. Jetzt könnte ich die Tom noch eins runter und könnte mir hier noch einen E einstellen. Das muss aber dann auch reichen. Habe ich hier jetzt auch? Nee, siehst du. So. So, und bei den Heads kann ich hier jetzt noch bei dem Open sagen, dass das Open gechoked werden soll von dem, wo ist es? Head closed. Und bei dem Chess Besen machen wir das vielleicht auch, dass der von dem Chess Head so, und jetzt können wir zum Beispiel noch als Ascent-Effekt hier einen Reverb reinballern. Und den Reverb machen wir jetzt ganz groß gar nicht irgendwie dolle. Der soll auch gar nichts an der Stereobreite machen. Der ist ja als Vollmix, Late Mix irgendwie da rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Snare auswählen, dann kann man hier den so schöne 80er Snare irgendwie reinhauen. Auf jeden Fall hat man hier schon mal den Reverb mit drin. Und ich würde jetzt hier bei der Snare zum Beispiel nochmal eine Kopie hier hochziehen und die jetzt so ein bisschen modifizieren. Ich mache hier mal die Send-Effekte zu, die von dem Decay bisschen dumpfer, ein bisschen kürzer. So als Zusatzschlag. So, und jetzt ist eigentlich meine Drum Machine schon fertig. Die nenne ich jetzt einfach mal Drum. Wie nennen wir das? Mark, genau. Ist das richtig geschrieben? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber nennen wir ich kann auch Drum Macchiato sagen. Egal. So. Und jetzt noch eine wichtige Sache. Und zwar, wenn ich diese Drum Machine lade, das mag jetzt hier an dem Rechner nicht besonders ins Gewicht fallen, aber ich habe hier jetzt mehrere Synthesizer hier am Start und zwar nicht gerade wenig hier. So, und was ich jetzt standardmäßig machen würde, weil ich nicht immer alles brauche. Manchmal brauche ich nur eine Kick und ein Hi-Hat oder Kick und eine Snare oder ein paar Hi-Hats oder wie auch immer. Ich würde jetzt hingehen und deaktiviere die als alles. Das heißt, ich kann hier drauf gehen auf die Kick und kann hier auf Active klicken, dann ist die aus. Oder ich benutze einfach Alt-A
Und deaktiviere die jetzt. Na, nicht auf Solo. Ich habe es irgendwie mit dem Solo. So, hier, jetzt deaktiviere ich die alle. Das heißt, wenn ich dieses Device lade und das gleiche mache ich nämlich auch mit dem Reverb, einfach mal deaktiviert. Wenn ich das Device jetzt nämlich lade, ist nichts aktiviert. Das heißt, ich lade ein Device, das überall vorbelegt ist. Ich muss jetzt einfach nur hier drauf gehen, Alt-A drücken und ich habe hier die Kickdrum. Alles andere spielt nicht. Erst wenn ich es dann aktiviere, das heißt, ich kann hier auf den MIDI-Controller klicken, auf die Taste, die ich aktivieren will. So, und jetzt ist wieder alles deaktiviert. Das heißt, wenn ich mit meinem Rechner eh schon so ein bisschen zu kämpfen habe, weil der nicht so viele Ressourcen hat, dann lege ich mir das Preset so an, deaktiviere alles und wenn ich das dann reinlade, dann kann ich das aktivieren, was ich auch brauche. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil wenn man das öfter mal macht und sich das angewöhnt, egal wie schnell der Rechner ist, man muss ja nicht unbedingt unnötig Zeug verbraten, nur weil es da ist, nur weil es geht, kann man zwar machen, aber hey, warum? Wir trennen Müll und Plastik. Warum soll man den nicht auch beim Stromverbrauch und wenn es auch nur ein paar Milliwatt sind, hier ein bisschen sparen? Und das Device, einfach einen Rechtsklick und Save nicht als Default-Preset, sondern Save Preset to Library. Dann schreibe ich hier noch meinen Namen rein. Und wie haben wir das Ding genannt? Drum Machina. Oh Gott, hoffentlich stimmt das. Drum Machina Kategorie, es sind Drums, es gibt keine Drum Machine. Egal, aber ich kann hier zum Beispiel Drum Machine eingeben. Drum and Bass. Und Drum Machine, Drums, nee. Dark Deep, Deep House, Digital. Ja, nee. Und was kann man hier noch eingeben? Passt irgendwie. Irgendwas muss ich hier noch anklicken. Helft mir, was muss ich anklicken? Fast, ne, ist schnell geladen. Slow, hard, soft, bright, dark. Ich kann da ein paar Sachen anklicken. Anklicken. FX ist drin. Mod. Akustik, Metallic, Analog, Digital, Harmonic, Detuned, Layered, Noisy. Wow, mal, Bright ist es auf jeden Fall, Hard ist es auch auf jeden Fall, der Jazzbassen ist soft. Ja, das ist es im Endeffekt. So, und dann unten schreibe ich meine Drum Machine mit allen I. Ups, E-Drums aus Bitwig. So, das speichere ich ab. Und wenn ich jetzt hier eine neue Steuerung T, eine neue Spur anlege, kann ich hier aus den Presets hier meine Drum Machina laden und die ist super schnell geladen, weil er ja im Prinzip nur den Container lädt. Und ich kann dann hier meine Kickdrum oder was ich auch immer brauche, sofort aktivieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch nochmal sagen, okay, die Kickdrum, irgendwie ist die mir zu stark im Stereofeld. Da packe ich dann vielleicht zum Beispiel in das FX von der Kickdrum noch einen Tool-Device rein und mache die nochmal extra auf Mono. Hat das was einen Unterschied gebracht? Aber vielleicht so minimal. So, aber so kann ich einfach sicher gehen, dass das Ding auch Mono ist. Dann deaktiviere ich das wieder in dem Status, dem ich es haben will. Rechtsklick, sage Save Preset to Library. Dann kriege ich hier wieder was ich ausgefüllt habe. Sage einfach okay. Er warnt mich nochmal, überschreiben. Dann sage ich ja. Und das Ding ist jetzt einfach nochmal mit einer Mono-Kick, also mit einer Kick, die definitiv Mono ist, abgespeichert und ich kann die in jeden Track reinladen, die ich will. Die verbraucht keinen Strom zusätzlich, ist super schnell geladen und ich habe alles auf einer Spur, wie ich das auch haben will.
Das war schon. Wenn es euch gefallen hat, dieser kleine Tipp, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.